Hallöchen und herzlich willkommen zurück mal wieder bei einem Workshop Map und zwar diesmal Orc Attack, wieder mal von Namashi wie Goblin Trouble letztes Mal. Mal sehen, ob Orc Attack Defeat Orcs in Newcastle besser wird. Diesmal mit drei Charakteren. Für mich keine schwere Wahl. Letzte war ja nicht special, was Namashi gemacht hat, aber vielleicht, wenn der sich ein bisschen Mühe gibt, kann. Das zum Beispiel sieht doch mal schon wieder total cool aus. Das kenne ich gar nicht, das Styling. Das ist für mich komplett neu. Cool. Schon überredet. Was war das? Okay. Ja, das Szenario sieht cool aus. Castle eingeschlagen, Castle-Wände. Wir gehen hier scheinbar ums Castle rum. Hier haben wir mal schon jemanden, den wir inzwischen erkennen. Lass uns mal rankommen. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen einfacher mit unseren richtig ausgeskillten Charakteren. Oh, perfekt. Kann der Barbar hier nochmal raufklopfen. Hat sich das doch erledigt. Was mir aufgefallen ist, wir kriegen zwei Gold und Magic Pots. Aber die sind, wenn ich das richtig jetzt gewertet habe, sind die weg danach. Also man sammelt nichts für seine eigentlichen Kampagnencharaktere. Finde ich eigentlich ganz gut. Also könnte man sich ja selber so eine Map bauen, wo man 200 Magic Pots findet und dann wäre der Sinn total weg davon. Hier ist zum Beispiel schon mal cool so eine Rüstung und hier sogar Feuer in der Schale. Nicht besonders schön, aber. Ja, was anders machen. Den kommen wir hier ran, aber dann wollen wir jetzt die Dinge verprügeln. Mit der Standarte vielleicht kriegen wir den da weg. Nee, schade. Bis jetzt sehr human das Level. Der Namashi scheint nicht so ein Freund von überladenen Räumen zu sein mit unendlich vielen Gegnern bis jetzt. Das war schon mal ein cooler Effekt jetzt. So ein Tor, was aufgeht, von dem die Pfeile zum Anklicken sind für den nächsten Raum. Gefällt mir. Ja, der scheint so mehr so 4 gegen 3 jetzt in der Runde. Hier splittet sich das erste Mal. Na, wir hätten vielleicht mal den Barbaren. Ist denn sein Zaubertrank jetzt auch weg? Den Barbaren, nee, ist wieder aufgefüllt. Also, wenn wir hier was verschwenden, ist das sogar automatisch wieder da. Auch cool. Ja, wo wollen wir denn? Gucken wir hier erstmal. Hier oben. Super. Da geht's sogar lang. Jeden Fall mag dieser Namashi es, große Räume zu entwerfen.
nur falls da ein Gegner drin ist, will ich schon mal vorbereitet sein. Und in der Nähe ist aber nicht. Wer verwendet dann Magic Pot, auch man irgendwie nichts von hat? Erstmal irgendwie hier lang und dann hier in der Mitte lang noch. Schauen, dass das Anpassen der Geschwindigkeit irgendwie hier so noch nicht funktioniert. Oh naja. Hier Äpfel und so weiter. Auch schön. Spinnennetz finde ich sehr. Spinnennetz fand ich auch sehr schön. Finde ich auch sehr schön. Könnt schon mal raus. Jetzt werk nicht, aber du schon mal. Wir mussten uns jetzt noch nicht mal heilen oder irgendwas. Der Stuhl und so weiter. Also, ich habe mich mit dem Levititor noch nicht auseinandergesetzt. Ist wahrscheinlich relativ einfach. Boah, ja, keine Lust, ehrlich gesagt, selbst Levels zu machen. Also eigentlich eher nicht die Zeit. Und also selbst gebaute Levels finde ich irgendwie, also mir selbst, hier hat der Spaß ein bisschen verloren, weil ich kenne das Level ja schon. Und ich mag dieses Erforschen hier irgendwie mehr, anstatt eigene Levels zu basteln. Hm. Also jetzt bei so etwas wie KKND2, da ich das auch gerne mal macht, wenn man den Level, die Thomas im Laufen gekriegt hat, eigene Map erstellen. Vor den Mummelbox bekommen. Wir probieren es mal. War nur ein Lebenstausch. Das war so nicht geplant. Na gut, das Geld ist sowieso weg. Guck mal hier unten. So, richtig schöne Brücke im Prinzip. Cool. Und ein Abhang. Je nachdem, wie man es klassifiziert. Gefällt mir. Okay, mal wieder zwei Truhen. Mal passen auf den Hau. Der haut der Barbar mal den. Du haust bitte den. Du den. Cool. Und Skull of Fate fällt mir auf. Guck mal, passiert. Also eigentlich kann ich eigentlich nichts mehr gewinnen dadurch. Sag ja. Aber bei den Leben, die ich immer noch habe und jetzt Heilungssprüche und so, kann ich auch nichts mehr verlieren. Okay, hier sind ein paar goldene Statuen. Ja, sonst. Aha. Okay. Jetzt ein Keller und hier rein. Interessant. Ja, dieser Namashi verwendet zum Glück nicht gerne Fallen. Wie schön der Thron soll zu sein. Dann gehen wir mal doch mal erstmal in den Keller. Ja, hier wird jetzt ein Special Item. Doch mal hier drin ist.
Vampir, der Namashi steht scheinbar auch nicht auf dem Monster in den seiner Hintern. Oder angebaumelt worden. Der scheint auch nicht auf dem Monster in Fässern zu stehen. Ich weiß gar nicht, ob man. Na doch, muss man vorgeben können. Irgendwie funktionierte das nicht so wie es soll. Okay, dann sollen wir mal hier runter. Besser. War ein bisschen komisch, sind ja irgendwie automatisch da runtergelaufen. Ich weiß auch nicht, ob man die Kraft der Gegner sozusagen anpassen kann in so einem selbstgemachten Spiel. Wäre auch mal interessant. Das ist eigentlich eine riesen Goldkammer mit Skelett. Das ist ein Skelett. So ein bisschen dahin gefuscht. Ja, nicht mal so hübsch. Das ist ja schon mal gleich wieder nachts um eins. Genau die richtige Zeit, um hier irgendwelche Maps anzutesten. Okay, jetzt eigentlich schon aus, dass jetzt der Thronraum hier kommt, so wie es aussieht, und das Level durch ist mal wieder. Oh, hier kann man jetzt einfach so klicken, ist nicht mal so ein Pfeil abgebildet, auch interessant. Beute aufsammeln, hey. Oh, achso, wir sind durch. Jo. Okay, war jetzt auf jeden Fall ein anderes Szenario, war mal was anderes, hat mir gefallen. Sehr schick, sehr schick. Leider nicht wirklich challenging, und aber wird besser. Vielen Dank.